Das Dach ist drauf, der Rohbau ist fertig. In rund einem Jahr soll hier deutsche Fußballgeschichte zum Leben erweckt werden. Das wird also nichts Statisches sein, wo man nur hinter Glasvitrinen jetzt Pokale, Medaillen, Urkunden, alte Zeitungen sich ansehen kann, sondern Szenen, die ganz stark im Kopf festgesetzt sind, die kann man sich auch dann durch die neuen Medien halt vor Augen führen. Szenen wie der legendäre Fallrückzieher von Klaus Fischer, aber auch Bundesliga-Geschichte wird thematisiert. Anlass zum Träumen gibt es in der Schatzkammer. Die WM-Medaille von Franz Beckenbauer, den Ball vom ersten Titel 54. Und was will der Bundestrainer ins Museum stellen? Die Frage ist leicht zu beantworten. Natürlich würden wir den Pokal am liebsten dann hier ins Museum bringen. Löw reist also auch mit kulturellem Auftrag nach Brasilien. Er soll mit seinem Team und dem Gewinn des WM-Pokals die deutsche Fußballgeschichte weiterschreiben.